Moin Leute! Ja, es ist Samstagmorgen, ich bin wieder unterwegs. Ich bin jetzt noch im 5er und fahre zu meinem Bruder und hole mir den M3, weil ich will jetzt auch mal wieder damit fahren. Ich habe in letzter Zeit eine Fehlermeldung beim M3, die sieht so ähnlich aus wie bei dem Fehler mit dem Drosselklappenstellmotor, die ich schon mal hatte, vor einem halben Jahr. Und das Komische ist nur, die kommt nur, wenn der Wagen warm ist und du startest den Wagen. Also bei dem Drosselklappenstellmotor bei der Fehlermeldung war das ja auch so, dass während der Fahrt diese Motorstörung kam. Ja, und das kommt jetzt gar nicht. Also es kommt immer nur beim Starten und wenn der Wagen noch relativ warm ist. Ich war schon beim Kollegen, beim Robert, wo ich immer bin, und wir hatten das mal ausgelesen und der hat auf jeden Fall gesehen, dass die Batterie sehr schwach ist. Die ist jetzt fast 6 Jahre alt, das ist eigentlich ganz gut. Man sagt so 5, 6 Jahre sollten die Batterien halten eigentlich. Und deswegen bauen wir gleich eine neue Batterie ein und dann gucken wir mal, ob die Fehlermeldung noch kommt. Und vielleicht hilft es den einen oder anderen, dass ich das hier mal so zeige, und vielleicht hat der andere auch mal so einen Fehler gehabt. Oder ihr kennt den Fehler, ihr wisst genau, was das war. Das könnt ihr ja unten mal reinschreiben, würde mich auch freuen. Weil ich hoffe mal, es liegt da an der Batterie, weil sonst würde mir das ganz schön nerven. Ne? Ja, wie gesagt, der Wagen ist kalt, du kannst die ganze Zeit rumfahren, aber sobald du da einmal hinstellst, 5 Minuten wartest und losfährst, da kommt die Fehlermeldung. Und dann musst du den Wagen quasi ein paar Mal an- und ausmachen und dann ist der Fehler weg. Also dann ist keine Motorsteuerung mehr. Und nur die gelbe Motorlampe leuchtet dann. Und deswegen schauen wir gleich mal, was der Robert sagt, wenn wir dann nachher die Batterie eingebaut haben, den ganzen Fehlerspeicher gelöscht haben. Und die Batterie müssen wir auch noch mal anleeren, so ein bisschen. Und dann schauen wir gleich mal. Alles klar, bis gleich. Ciao, ciao. So, wie versprochen, also wie gerade schon erwähnt, bin ich jetzt wieder am M3. Und jetzt fahren wir mal zu Robert. Und ich hoffe, es liegt daran an der blöden Batterie. Weil das wäre ja ganz geil. Ich kann mir das nur so vorstellen, dass der am Anfang kontrolliert, ob da irgendwelche Spannungsschwankungen sind oder so bei den ganzen Steuergeräten, und dass er dann auf einmal sieht, oh Moment, irgendwas stimmt da nicht, ist zu schwach oder so, und deswegen geht er in den Notlauf rein. Aber ich hoffe mal, das liegt wirklich nur daran. Sonst muss ich nochmal weiterschauen. Aber das kriegen wir dann auch schon irgendwie. Ja, und wie schon geschrieben, Wagen von Tarik ist wieder aufgetaucht. Der rotpolierte M3, da hat er echt super Glück gehabt, der ist super happy. Und wie gesagt, das lag einfach zum Glück. Ich hoffe mal auch daran, dass die ganzen Leute das geteilt haben bei Facebook, im Radio, im TV. Und da hat er echt Glück gehabt, weil er ist ja auch noch nachts, als er das mitgekriegt hat, die haben ja den Wagen, sag ich mal, angemacht, der war so laut. Und da ist er wach geworden, hat sofort da draußen, hat so rausgeguckt und hat dann gesehen, dass jemand seinen Wagen klaut. Und dann hat er schon die Polizei angerufen und hat sich nachher ins andere Auto gesetzt und ist noch hinterher gefahren, aber hat die leider nicht mehr gefunden. Ist echt krass, also kackendreist muss man sein. Ja, und dann haben die anscheinend Donuts gezogen und den Tank leer gefahren, und die hatten anscheinend voll Schiss bekommen, dass der Wagen überall gesucht wird. Und dann haben sie ihn einfach stehen gelassen an der abgelegenen Parkplatz. Und das hat dann jemand, der es bei Facebook gesehen hatte, soweit ich weiß, hat das dann gesehen, hat ihn dann informiert, und so hatten sie den Wagen jetzt gefunden. Das Einzige, was sie jetzt gesehen hatten, das war, die Tür wurde von außen aufgebohrt. Und ja, der Wagen stand jetzt wegen Spurensicherung erstmal noch ein paar Tage bei der Kripo. Ja, und so, er hat heute nochmal reingeschrieben, der Wagen wird jetzt zum Händler gebracht. Die Fahrzeugscheine haben sie auch geklaut und so. Und der macht jetzt auch nochmal den großen Service. Wir hoffen allen nur, dass die den Wagen nicht kalt getreten haben. Oder? Das ist ja der größte Horror, weil dann ist der Wagen ja komplett im Arsch dann. Naja. Und das wäre echt, echt scheiße. Ja, dann drücken wir den Tarik mal weiter in die Daumen. Ne? Wird schon alles passen. Da hatte ich ja nochmal runtergeschrieben, dass ein paar Tage bevor sie den von Tarik geklaut hatten, wurde, glaube ich, in Köln auch schon E92 M3 gestohlen aus der abgeschlossenen Tiefgarage. Was echt schon krass ist. Und der Wagen wurde aber das letzte Mal Richtung Holland gesehen und glaube, den sieht man nie wieder. Also echt krass. Das wird immer schlimmer mit den ganzen Sachen. Bis jetzt kam die Fehlermeldung nicht vom Starten, der Wagen war ja auch kalt, hatte ich euch ja gerade gesagt. Ich probiere es gleich nochmal und dann mache ich die Fehlermeldung, dann nehme ich mal auf und dann zeige ich euch die im Video mal rein. Vielleicht hat ihr ja irgendein anderer von euch eine Idee, was das sein kann. Also ich werde auch gleich nochmal den Fehlerbericht auslesen lassen und dann mal schauen, was der sagt, der PC, und dann werde ich es auch nochmal posten. Und vielleicht haben wir wirklich Glück und es liegt nur an dieser beschissenen Batterie. Ich hoffe es. Jetzt da, hoffentlich ist der Robert auch da, der Auto ist da. Das hätte ich ihn dann auf den Sack gehauen.
jetzt schauen wir nochmal, ob die Fehlermeldung kommt. Ja, seht ihr. Kommt die Fehlermeldung, Motorstörung. DC. Ja, tanken sowieso. Mein Bruder wieder, DBC. RPA. Deswegen gucken wir mal, ob das jetzt wirklich an der Batterie liegt. So damit zu fahren, ist echt für den Arsch. Also wir haben die Batterie jetzt gerade eingebaut, war echt ein ganz schöner Akt, weil ja, man hat das ja immer so im Kopf wie früher, immer, dass sie vorne einfach rein, raus tauschen, wie bei den normalen Autos, sage ich mal, könnt ihr ja knicken. Also die war ja hinten im Kofferraum ist die ja, das ist echt eng gewesen. Aber wir haben es, wie gesagt, hingekriegt, es ist ein bisschen Fummelarbeit, wenn es zweimal machst, dann geht's. Und schlechte Nachricht, daran lag es jetzt nicht. Also wie gesagt, der hat ja vorher einen Federsprecher gehabt, Unterspannung. Und jetzt ist die Fehlermeldung immer noch da. Also wir hatten es auch nochmal ausgelesen. Und so wie es aussieht, ist wohl wirklich der andere Drosselklappensteuermotor defekt. Weil wir hätten das auch nochmal testen lassen. Dann kannst du ja mit dem Laptop die Freigängigkeit und die Funktion von der Drosselklappe. Bank 2 ist bei mir defekt. Und ich meine, ich hätte Bank 1 letztes Mal gemacht. Also da muss ich nochmal nachher nachschauen zu Hause. Ich hätte das ja alles per E-Mail und Fotos auch gemacht vom letzten Mal, was da war. Und dann schaue ich ja nochmal nach. Und dann muss ich das jetzt auf jeden Fall nochmal machen. Ist natürlich wieder ärgerlich, weil das sind, also unter der Hand war es ja ganz gut, weil 700 Euro. Und jetzt wieder, dann nochmal 700 Euro. Ja, müssen wir mal gucken. Und Batterie hatte ich ja jetzt tauschen lassen, also habe ich auch ganz günstig gekriegt. So eine Spezialbatterie, weil ich ja Start-Stopp habe. Und habe jetzt ein bisschen mehr als 300 Euro bezahlt. Also kurz vor Weihnachten, nee, ist das echt ätzend, sage ich euch. Ja gut, ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen ja, mitteilen, wie es jetzt um den M3 steht. Und drückt mir mal die Daumen, dass ich das schnell wieder hinbekomme. Und ich werde auf euch jeden Fall auf dem Laufenden halten. Und ja, sobald es was Neues gibt, mache ich natürlich ein Video dazu. So, nicht wundern, Teil 2 geht jetzt weiter vom Video. Ich bin jetzt beim Kollegen, beim Florian, und der baut mir jetzt den Drosselklappenstellmotor ein. Ein bisschen erkältet und ist ein bisschen scheiße gerade alles im Moment. Aber ich wollte trotzdem mal ein Video dazu machen und was den Fehler jetzt verursacht hat. Ja, ich hatte jetzt auch nicht meine Kamera dabei, weil ich jetzt direkt nach der Arbeit losgefahren bin. Es geht gleich weiter. Alles klar. Geh mal frei, glaube ich, alles. So, Adriano ist da, ich stelle mal alle vor hier. Hallo. Hi. Guten Tag, ich bin der Herbert. Nein, nicht ganz. Oder auch Florian genannt. Jawohl! Wie oft hast du das schon gemacht? Erste Mal. Ach schön. Nein. Ah, ich hab's bei mir schon so oft auseinandergehalten. Ja. Auch bei anderen. Ja, ich weiß warum. Warum? Zündung ist an. Was ist an? Zündung. Ist aber warum? Ah, hast du Bluetooth oder was? Hast du drin? Ach so, mach Bluetooth aus und mach mal M3 einmal zu und wieder auf. So, und jetzt könnt ihr hier sehen, die Motorabdeckung ist weg. Also da sitzen die beiden Stellmotoren. Wir müssen jetzt weiter das oben noch abbauen, damit wir an die Drosselklappenstellmotoren kommen. Und das hier an der Seite ist das Gestänge. So, hier seht ihr nochmal die beiden Stellmotoren. Der linke ist der neue, den ich gekauft hatte. Den hatte man jetzt vom M5 genommen, vom M6 V10, die passen nämlich auch beim E92, E93. Das einzige, was der Unterschied ist, ihr seht vorne diese Stange, die müsst ihr dann quasi also übernehmen vom alten Wagen, weil die beim M5, M6 nicht dabei ist eben halt. Ja, einfach nur umklipsen, klickt dran und dann könnt ihr den Stellmotor auch für euren M3 nehmen. Und hier könnt ihr nochmal sehen, links ist der von 2011, an der Artikelnummer sieht ihr was, und rechts seht ihr von 2016. Ja, das können wir mal ganz gut sehen. So, hier haben wir nochmal die Stellmotor auseinandergenommen in den Effekten und wollen einfach mal reinschauen, ob wir da was sehen. Und Platine ist jetzt, hat man jetzt nichts gesehen, dass irgendwas geschmort ist oder so. Und das sind diese Zahnräder. Ja, ihr kennt ja bestimmt aus dem Internet diese Reparatursätze für die Drosselklappenstellmotoren. Die gibt es ja auch bei eBay und so. Da werden diese Zahnräder einfach gegen verstärkte, verbesserte, ich glaube aus Metall sind die, ja, ausgetauscht, damit die länger halten. Aber so war ein bisschen Abrieb da. Aber wie gesagt, minimalste Abweichungen bei den Zahnrädern reichen schon aus, damit der Fehler kommt, ja. Aber ansonsten hatte ich jetzt nichts gesehen. So, wir sind jetzt fertig. Wir hatten das jetzt getauscht, den Drosselklappenstellmotor. Hier könnt ihr es auch nochmal sehen. Wir hatten mal alles soweit wieder zusammengebaut.
So, ich zeige euch das nochmal hier. Und das ist, wie gesagt, dieses Gestänge, was diese Drosselklappen öffnet. Kann ich jetzt hier nochmal zeigen. Und bei manchen geht das ziemlich schwer. Und deswegen sollte man das regelmäßig schmieren, weil wenn es zu schwergängig ist, brennen dann die Platinen durch von Drosselklappenstellmotor. So, es ist 10:30. Wir haben den Drosselklappenstellmotor getauscht. War ein bisschen Fummelei eben halt, aber hat alles super geklappt. Florian hat das super hingekriegt. Danke nochmal. Ja, Wagen fährt sich wieder, keine Fehlermeldung, und also der Fehler lag wirklich daran, dass der Drosselklappenstellmotor kaputt war. Also wir hatten nochmal reingeschaut und die Zahnräder sahen alle sehr gut aus. Also wird wohl an der Platine gelegen haben, weil der Fehler ja immer nur aufgetreten ist, wenn der Wagen warm war. Ja, also beim Starten hat er immer kontrolliert. Wenn er kalt war, lief der Wagen ohne Probleme, keine Motorstörung, gar nichts. Und sobald du den abgestellt hast, 2-3 Stunden später, der Wagen war noch warm, du fährst wieder los, kommt die Fehlermeldung. Ja. Aber wie gesagt, jetzt läuft mir alles 1A, bin super froh und jetzt ab nach Hause. Ich bin echt ein bisschen erfroren. Aber wir haben auch zusammen alle eine Pizza gegessen, war ganz lustig, ganz lustige Runde. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Freue mich über ein Like und Abo natürlich auch. Und ja, demnächst wieder was Positives noch. Bis ja auch rein. Ciao, ciao.